Also wie können wir diese Knochenstellung bei einem Hallux Valgus beeinflussen? Wir wissen, dass der erste Mittelfußknochen sich hier nach oben gedreht hat und abgespreizt. Sprich, mein Griff nimmt hier das Ende des Metatarsale 1, des ersten Mittelfußknochens, dreht ihn wieder in die richtige Richtung. Als Gegenpol habe ich hier den fünften Mittelfußknochen. Hier entsteht wieder die Quergewölbestellung. Ich sage immer, alles, was passiv möglich ist, müsste über langfristiges Üben auch aktiv möglich sein. Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch eben das überdehnte Bindegewebe hier, sehen, ne, das will ich immer dahin ziehen, mittels elastischen Tapes zu unterstützen. Es ist für mich ein Prozess über Jahre hinweg, aber ein sehr wertvoller Prozess. Ich kann diese Knochenstellung beeinflussen. Ich zeige jetzt noch, was wollen wir mit den Zehen, also Metatarsale 1 hier in die Innendrehung oder professionell würde man sagen die Pronation und hier die große Zehe wieder in die Streckung. Jetzt habe ich wieder den Originalfuß. So geht es hinein in den Hallux Valgus, so geht es hinaus. Vielleicht noch wichtig, natürlich ist nicht nur eine Arbeit hier vorne in den Metatarsalknochen, sondern auch hier hinten habe ich dieses Gelenk zwischen dem Sprungbein und dem Kahnbein, Talonavicular oder vorderes unteres Sprunggelenk genannt. Und häufig ist aufgrund der verstärkten Innenkippung des Fußes beim Landen, ist dieses Gelenk unbeweglich. Und auch die umliegende Muskulatur hat sich verspannt. Ich bekomme hier beim Landen nicht mehr die mögliche Schwingungsfähigkeit. Und der Fuß muss ja beim Landen aufgrund der hoch einwirkenden Kräfte nachgeben können. Und da spielt eben dieses vordere untere Sprunggelenk eine wichtige Rolle. Ich versuche jetzt hier einerseits die Mobilität zu testen. Die ist jetzt in dem Fall gut, da ist also nichts zu spüren. Ich spüre aber jetzt hier unten drunter, das ist auch ganz typisch, da sind oft Muskelstränge, das ist ja sehr zentral unter dem höchsten Punkt des Gewölbes. Dort vereinigen sich viele wichtige Muskeln, Peroneus longus, Tibialis posterior, Tibialis anterior, die bilden da wie so ein Trampolin. Also wenn wir auf den Fuß steigen, dann muss es hier schwingen können und wenn es verspannt ist, ist eben diese Schwingungsfähigkeit vermindert und deswegen kann ich hier so spiralförmige oder eben auch achterförmige Bewegungen zur Mobilisation anwenden. Genau, oder auch die großen Zehe hier mit einbauen. Ich möchte es andeuten. Es ist in der Arbeit für mich wichtig, dass die Bewegungen langsam und längerfristig erfolgen. Also ich würde einem Patienten sicherlich mit dieser Bewegung 10 Minuten lang konfrontieren, so damit er ein Gefühl dafür kriegt, für diese Bewegung. Für mich natürlich auch dann schön die Möglichkeit, das alles zu lockern. Und dann geht es letztendlich dann darum, dass er aktiv nach der Vorbereitung, nach der Wahrnehmung die Möglichkeit erhält, dort diese Bewegungen auszuführen.